herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika mit ihrem technischen Sachverständigen Briegel, dem Busch, und ihrer reizenden Gastgeberin Chili, dem Schaf. Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Sachen. Ich glaube, für alle von euch, die in die Schule gehen, gibt es heute die tollste Sache, aller tollen Sachen zu verkaufen. Naja, also ich weiß nicht so recht. Vom rein lerntechnischen Standpunkt aus betrachtet ist es eine... Weia, du redest ja wie mein Mathelehrer, Briegel. Was hast du denn gegen Mathelehrer? Ich habe mich mit Mathelehrern immer sehr gut verstanden, weil ich nämlich in Mathematik immer eine 1 hatte. Tja, dann gehen wir mal weiter zu unserer heutigen tollen Sache. Es ist... Der Hausaufgabenmacher Streb und Schreib 1 mit Stern 2003 XP. Ach, wenn ich den für meine Hausaufgaben mal gehabt hätte, dann... Wärst du vielleicht ein wenig länger in die Schule gegangen, Chili? Hey, ich war immerhin mindestens bis zur... 1, 2, 3, 5! Ich hab zu wenig Finger. Aber das ist jetzt völlig egal. Zieh mal lieber einen Testkandidaten her, Oberschlau, damit wir den Hausaufgabenmacher testen können, okay? Ja, okay, das ist eine tolle Idee. Also das mache ich dann gleich mal. Unser heutiger Testkandidat ist... Bernd das Brot. Ich bin nicht einverstanden mit dem Schulsystem in diesem Land und möchte meiner Kritik durch Nichterscheinen hiermit Ausdruck verleihen. Hä? Also gut, nochmal, in aller Deutlichkeit. Schule ist Mist und darum komme ich nicht. Aber du bist doch schon da, Bernd. Stimmt. Mist. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Schule habt. Mir hat Schule immer einen riesen Spaß gemacht. Es ist doch ein tolles Gefühl, wenn man einen Einser nach dem anderen bekommt und alle... Was denn? Bernd, fang mal mit dem Testen an, sonst müssen wir noch mehr von seinem Strebergeschwätz anhören. Was muss ich machen, damit es explodiert? Du musst nur Hausaufgaben machen. Hausaufgaben, die wir hier für dich vorbereitet haben. Und dann übernimmt der Hausaufgabenmacher von ganz alleine. Nein, ich hasse Hausaufgaben. Bernd, Hausaufgaben sind wichtig, damit sich der vermittelte Lernstoff in Wissen umwandelt. Mir wird schlecht. Ich schaff. Du findest das Ding doch so toll. Test es doch selbst. Nein. Chili ist nicht unser Testkandidat. Außerdem findet sie den Hausaufgabenmacher sowieso schon so toll. Wie soll sie da ein echtes Urteil über eine tolle Sache fällen können? Aber... Ich kann nicht. Ich sollte eigentlich... Ich muss noch... Am Ofen ist der Gashahn noch aufgedreht? Du hast doch einen Elektroherd, Bernd! Ich... muss außerdem noch dringend einkaufen gehen. Das kannst du doch auch nachher machen, Bernd! Aber ich muss auch noch... Okay, jetzt hört mir mal zu. Ich sehe nicht ein, dass ich Hausaufgaben machen soll. Erstens sind es nicht meine und zweitens hat es mich immer schon genervt, dass ich dann, wenn ich endlich aus der Schule rauskomme, denselben Kram nochmal machen soll. Obwohl draußen die Sonne scheint und all die anderen Brote schon auf dem Spielplatz Fang den Toast spielen. Und wenn ich dann endlich fertig bin mit dem ganzen Kram, alle Vokabeln gelernt habe, alle dämlichen Textaufgaben entschlüsselt und berechnet und alle sinnlosen Gedichte gelernt habe, geht die Sonne unter und ich sitze da und starre die Wand an. Aber Wand anstarren ist doch dein Hobby, Bernd! Es wurde zu meinem Hobby, weil ich nach den Hausaufgaben zu nichts anderem mehr Zeit hatte. Deprimierend, nicht wahr? Also gut, du lieber Strauch, dann teste ich das Gerät eben selbst. So, also, lieber Hausaufgabenmacher, bitte löse doch diese Mathematikaufgaben. Hehe, der Hausaufgabenmacher löst jetzt gleich diese Mathematikaufgaben. Sekunde, ist er überhaupt eingeschaltet? Ja, ist er. Ist aber komisch. Hallo? Was ist denn los mit dir, hä? Hier, bitte!
Tja, der liebe gute Hausaufgabenmacher, der löst jetzt diese Mathematikaufgaben ganz spielend. Was ist denn jetzt? Das sind ja überhaupt keine Bruchrechnungen. Was schreibst denn du da, hä? Das Brot hat recht. Hausaufgaben sind doof. Ich gehe jetzt raus zu den anderen auf den Spielplatz, solange noch die Sonne scheint. Macht euren Schmarrn doch alleine. Ich will nicht auch so enden wie das Brot. Tschüss. Wo er recht hat.